So, nun im Lagerhaus angekommen, soll man das Lagerhaus sofort durchsuchen. Hier oben hatten wir ja letzte Folge schon geguckt, hier war nichts drin. Oder nichts drauf. Zur Rekonstruktion einer Szene halte LT und RT. Was passiert nun? Ja, okay. Psychologie. The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Krass, okay. Jetzt können wir uns hier ein kleines Bild machen, anscheinend, was hier abgelaufen ist. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Aber warum beenden die sind noch viel mehr Sachen nicht angucken? Ich weiß nicht, ich gucke mir die Sachen erstmal an. Can't sleep. Schlaflos. I know how that feels. Sie sind halt so, so auf die Schlaftabletten, so Betäubungsmittel, was ist das? Hier haben wir ein Blatt, weil ich nicht benutzen kann gerade. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Ja, warte. Oh Gott, wie krieg ich das denn? It smells as bad as it looks. Das riecht genauso öl, wie es aussieht, da glaube ich. Hier haben wir auch noch was. Foto. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Gute Frage, ich verstehe gerade eh nicht, was hier gerade abläuft, ehrlich gesagt. Haben wir jetzt alles angeguckt hier? Ich glaube wohl, ne? Betten war die Szene hier nochmal. Gewinn, ein Charakterpunkt. Lagerhaus von Hosken, neuer Hinweis gemerkt. Ich gucke mal kurz nach. Ich habe mal eben kurz, falls es euch aufgefallen ist, ich habe eben kurz die Auflösung geändert, weil man konnte ja manche Schriften einfach nicht lesen, weil das Bild einfach zu klein war quasi. Die versunkene Stadt. Bei der Untersuchung des Lagerhauses der Hoskins betrat Pierce einen Teil überfluteten Tunnel unter dem Hafen. Dort griff etwas nach seinem Arm und zog ihn unter die Wasseroberfläche. Nach Luft, Luftringeln erhaschte der Detektiv einen flüchtigen Blick auf menschliche und tierische Leichen sowie eine Stadt unter Wasser. Pierce kämpfte sich zurück an die Oberfläche und erkannte, dass sich keine Tentakeln, sondern nur Seegras um seinen Arm geschlungen hatte. Die Klarheit und Brutalität der Vision verstörten ihn dennoch. Diese Tentakel, wovon hier gesprochen wird, die hatten wir ganz am Anfang in der ersten Folge schon gesehen. So eine Zwischenszene. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber okay. Wir können die Fähigkeiten, können wir auch mal kurz. Wir haben zwei Charakterpunkte. Ich würde eine ganz gerne. Warte mal. Wir machen Entdeckung und Psychologie. Entdeckung und Psychologie machen wir jetzt. Ich hoffe, ich mache hier keinen Riesenfehler, hoffe ich. Wie man das hier noch. Ich habe keine Ahnung, was ich dafür finden muss, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Hinweise: Lagerhaus von Hoskins. Obwohl das Lagerhaus seit dem Tod von Charles Hoskins offiziell leer steht, hat hier vor kurzem ein heimlicher Bewohner gehaust. Es gibt gewisse Anzeichen dafür. Auch blutbefleckte Verbände, wahrscheinlich von einer Verletzung. Und Tabletten sind zu finden gewesen. Schmerzmittel und Schlaftabletten. Außerdem scheint der Bewohner von Sarah Hoskins besessen zu sein, wie mehrere Dokumente belegen, die mit dem Leben der Künstlerin in Verbindung stehen, Fotos, Zeitungsausschnitte. Offizier Bradley entdeckte außerdem ein teilweise verbranntes Gemälde aus der Villa der Hoskins, womit zweifelsfrei feststeht, der Inhalt des Lagerhauses ist mit dem Fall Hoskins verknüpft. Haben wir jetzt alles geguckt hier? Ja, mehr haben wir nicht. Kommen wir jetzt hier raus? And was? Whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? Yo, don't move! Detective Pierce, I told you to stay away from this warehouse. Hilfe? Den Polizisten bedrohen? Wir sollten zusammenarbeiten. Es interessiert sich noch jemand für Hoskins. Der Fall ist als anderes abgeschlossen. Toll, was mache ich jetzt? Soll man bedrohen? Stärke, Profi. Wir bedrohen. You sent your man away. Bad idea. I see only one overweight police officer and one hardened veteran.
How dare you? I am a representative of the law. Relax. Look what I found. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car is parked down the way. Andrews, would you please shut the door? Well, open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, was? I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? Yeah. That's the Hawkins Mansion. Come on, we got some driving to do. Oh. Krass. Kapitel 3, Garten des Hawkins Anwesens. Pierce hatte es im Lagerhaus geschafft, der Ort, der verlassen sein sollte, hielt einige Überraschungen bereit. Zeichen eines Bewohners sowie ein angesegnetes Gemälde. Okay. Es wird von Officer Bradley bei seiner Untersuchung unterbrochen, kann ihn aber überzeugen, ihm bei der Ermittlung zu helfen. Der Polizist erklärt sich bereit, den Detektiv zum Anwesen der Hoskins zu fahren. Krass. Well, here we are, Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Ich dachte, die Villa sei in Flammen aufgegangen. Die Villa könnte jeden Augenblick einstürzen. Sie kennen sich hier ziemlich gut aus. Warum ist der Verwalter überhaupt noch hier? Gibt es etwas, worauf ich achten sollte? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Dann haben wir freigeschaltet. Schauen wir uns das mal an. He's clearly not doing any gardening. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. Since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right?
I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Zustimmen, ablehnen. Ich würde, glaube ich, lieber zustimmen, oder? Ich weiß nicht, der kommt mir auch irgendwie komisch, der Polizist. Ich habe keine Ahnung. Alter. Wir lehnen ab. You stay here and keep an eye on things. Okay. But don't get the impression that I'll leave you alone inside the mansion. Das Hoskins-Anwesen erreichen. Na toll. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt rein möchte. Der Polizist kommt mir irgendwie komisch vor. Ich habe keine Ahnung. Ich vertraue dem Polizisten irgendwie nicht, so ganz ehrlich gesagt. Ich muss jetzt so lang. Warte mal. Da ist das Anwesen, ne? Wir laufen mal kurz hier lang. Gucken, was hier ist. Jeepers. Poe's prophetic raven. Scheiß Vögel. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Is that Gräber von denen? Oh yeah. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Aber auch nur bei der, ne? Hier ist irgendwie nichts Frisches. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? Und hier auch. Poor kid. Simon, armer Poor Junge. Kid. Eine Lampe mitnehmen? Natürlich nicht. Haben wir jetzt alles? Ja, ne? Haben wir hier was Neues? Warte, kurz gucken. Dieser Dorfpolizist mag Ordnung und Gerechtigkeit. Er ist kein großer Ermittler, aber er möchte mehr als seine Kollegen die Wahrheit im Fall Hoskins aufdecken. Die Bewohner der Insel sind freundlich zu ihm. Vielleicht kann er mir bei meinen Ermittlungen helfen. Tätigkeit Polizist, Alter 37. Orte. Die Villa des Hoskins steht an der Spitze eines Steinabhangs. Im verlassenen Garten befinden sich die Gräber der Familie. Nur der alte Verwalter Silas Winchester treibt sich hier noch herum. Er bewacht das Anwesen, erbittert und legt noch immer Blumen auf die Gräber seiner früheren Herrschaften. Es ist ein düsterer Ort. Ah,
aber in Typen stand irgendwie gar nichts, ne? An Blumen. Einfach nur irgendwelche Vasen, irgendwie kaputt und sowas alles. Kaum, ob da irgendwie ein Hinweis sein soll, ich habe keine Ahnung. Spiel gespeichert. Ist da was? Ne, ich dachte, man kann ja betätigen. Ich weiß nicht, wo ich lang soll gerade. Möchte auch ehrlich gesagt nichts verpassen gerade. Muss einen anderen Eingang geben. War hier was? Nee. This entrance is still in use. You're trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. Ich glaube nicht, dass ich die Axt weglegen möchte. Was? Zeitdruck? Ich greife nach seiner Axt. Ich habe keine Ahnung. Ich konnte. Ich war jetzt. Control yourself, old man. You've got guts, you little bastard. You and I have got some talking to do. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule, and I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. Ja, super, ich war gerade heimlich beim Trinken. Wollen Sie mich loswerden? Sarah Hoskin hat Ihnen viel bedeutet. Sie brauchen den Schlüssel doch gar nicht. Sie möchten weiter streiten. Wir machen erstmal. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Here, take the key and do what you have to do. Go on then, just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Alles klar? Ich habe gehofft, wir können die anderen Antwortmöglichkeiten auch noch irgendwie wählen. Wenn wir mal kurz gucken. Alter 64. Tätigkeit Verwalter des Anwesens der Hoskins, also Silas Winchester. Silas Winchester, der alte Verwalter der Familie Hoskins, wacht noch immer über den Friedhof und die abgebrannte Villa der Familie. Bei aller Hingabe zu Charles Hoskins, den er aufwacht, sah, hat er auch großen Respekt für Sarah Hoskin und ihren Sohn Simon. Die langen und einsamen Monate auf dem verlassenen Grundstück haben ihn sehr misstrauisch gemacht. Silas lag noch immer Blumen auf die Gräber von Charles, Sarah und Simon.
Er schon lag, legt immer noch Blumen auf den Gräber. Warum hat er die ganze Zeit zugeguckt? Warum hat er die ganze Zeit zugeguckt? Warum hat er uns gerade nicht geholfen? Shall we enter? Do you have a moment? What now? Nothing. Sorry. Stop wasting my time. Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. Ja, und was für eine Bekanntschaft. Let's go. Ja, fast umgebracht. Kurz, irgendwas gucken und kurz. Okay, ich muss nur kurz gucken, ob meine Festkamera an ist, aber die ist wieder an. Alles gut. Let's take a look inside. I'm coming with you. There's no way I'll leave you alone in there without a watchful eye. Ich vertraue den Typen einfach nicht. Warum soll man ja nicht ohne Begleitung reingehen? Warum? Pierce und Officer Bentley erkundeten den Garten des Hoskins-Anwesens. Die Familie ruht auf dem Friedhof des Grundstücks, das von Silas Winchester bewacht wird. Der alte Verwalter, seinen Arbeitgebern noch immer treu ergeben, wacht mit seiner Axt über das Anwesen. Pierce und Bradley können ihn beruhigen. Warum Pierce und Bradley? Bradley hat doch gar nichts gemacht. Und erhalten den Schlüssel für die Villa der Hoskins. Sie betreten das Gebäude und suchen nach dem Ort des Feuers. Wir haben ihn alleine beruhigt. Dieser Polizist hat nichts damit zu tun. Der hat einfach zugeguckt. Follow me. I know the place. Who left this light on? Wir haben eine neue Fähigkeit. Also Charakterpunkt, eher gesagt. Stärke. Man hat gesehen, dass Stärke jetzt vielleicht auch sehr wichtig ist, aber Ermittlungen haben wir auch schon länger nichts mehr gemacht. Redegewandtheit ist eigentlich auch wichtig. Wir machen Redegewandtheit. Ich hoffe, ich mache das richtig, ich habe keine Ahnung. Inventar. Schlüssel, ist irgendwas Besonderes? Nee, ne? Nö. Ich habe den Schlüssel zum Dienstboteneingang der Hoskins wieder erhalten. Hoffentlich war ja das Risiko wert. Hoffe ich. Erstmal hier in der Hütte umgucken. Wo war der Laterne? Ich möchte auch eine. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Ach, wir können jetzt wieder in die Szene, okay. This roast. What strange creature has flesh like this? Keine Ahnung. This place is for the head of the family. Charles Hawkins. Hallo. Wie extra für eine Hockey? The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Aber warum? Aus Versehen? Ich habe keine Ahnung. Psychologie. Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? Something happened at this table. An argument? Was sagen, sieht irgendwie so aus, ne? Er, als würde er gerade ausrasten. Sie, als würde sie ihn beruhigen wollen. Und der Junge hat vielleicht Angst bekommen, dann den Teller weggeschmissen oder hat den Teller weggeschmissen, dann ist er ausgerastet und sie will ihn beruhigen, ich habe keine Ahnung. Aber sieht mir auch eher irgendwie nach so einem Streit aus. Mehr haben wir hier nicht? Anscheinend nicht. Hey Pierce, daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day.
The scene of the fire is next door. Die Brandstätte finden, unser Hauptziel. Aber ich komme da gerade noch nicht ganz drauf klar. Oh. Psychologie. Sarah Hawkins and Little Simon. The perfect picture of the middle class family. Schönes Bild. Mehr haben wir hier nicht. Ich gucke mal kurz. Überhaupt nicht, ne? Ja, mehr können wir uns hier nicht angucken. Wo ist eigentlich Link hingelaufen jetzt, Officer? Ich habe keine Ahnung. Let's see if I can find something the cops missed. Da ist die Brandstätte. Warte, wollen wir kurz hier gucken? Was Charles Hawkins, some kind of explorer? Charles Hawkins posiert wie ein Entdecker vor exotischen Ruinen. Es ist gemeinhin bekannt, dass er seinen Reichtum auf teuren Reisen verprasste. Wonach suchte er? Too much rubble. I'll find an easier way. Oh, hier ist auch ein schönes Bild. Charles and Sarah's wedding is painted by Sarah herself. Okay, kurz eine Szene. Oh. The child's corpse left a trace. Where are the others? Der Junge ist hier verstorben, verbrannt. Did it stop at the time of the fire? Das könnte sein. Was Charles Hawkins a heavy drinker? If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Stimmt. Und irgendwer muss das Bild davon hier weggenommen haben, komischerweise. Und eigentlich könnte er eigentlich nur der Verwalter hier gewesen sein. They had a fight. Why? Oh ja. Was ist das hier? Eine Schuhe. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Haben wir jetzt alles? Obwohl, ne? Aber ich kann immer nicht zurück. Vielleicht liegt doch irgendwo noch was rum. Kann man hier noch was machen? Ach! Okay. Someone escaped the fire. Krass. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. Was ist das? Eine Spielfigur. So, Detective. What do you make of it? Die Polizei hat bei ihrer Ermittlung versagt. Die Hinweise sind widersprüchlich. Das Feuer war kein Unfall. Empfangen wir Unrecht sein. I think that some of your colleagues should turn in their badges.
This room is bursting with evidence that seriously contradicts the official inquiry. Well, of course, Mr. Holmes. Like what? I found a bottle of whiskey. Empty. Well, that must have been a loss for you. No glass. I suspect one of them drank heavily to calm down. Charles, most probably. That's pretty thin. Who says that bottle hadn't been there for a while? I can tell where young Simon was, but not his parents. Where were their bodies found? I can't help you on that one. Charles and Sarah's bodies had already been carried away when I got here. Without your authorization? By whom? Marshall, Andrews, Chief West. We never deal with cases like that, you know. So... well, it would seem at least one person fled the crime scene. What'd you say? That mark on the door. Someone's hand slid down there. The left side has no mark. The door was open and that someone left. For God's sake. I mean, if it's Charles or Sarah, they wouldn't have left their son. They would rather die in the flames as a family instead of calling for help? I don't buy it. Oh, yeah? I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? Einen kurzen Moment eben. Alter, ich hasse halt immer, ich weiß nicht, wie ich das ausstellen kann. Irgendwie kommen hier immer Nachrichten rein. Darum immer dieses Digi-Ding. Sorry dafür, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das ausstellen kann. Keine Ahnung. Das sind irgendwelche E-Mails. Und jetzt, hallo? Okay, hallo, was ist denn jetzt los hier? Mir auf dem Desktop. So. I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure.